Uhrenkauf beim Grauhändler. Darf man das? Oder ist es vielleicht sogar unmoralisch? Ich habe schon Uhren bei unterschiedlichen Grauhändlern gekauft und auch bei Juwelieren mit einer Konzession für die jeweilige Marke. In diesem Video möchte ich euch meine Erfahrungen zu den unterschiedlichen Käufen der verschiedenen Varianten erzählen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Ihr habt vielleicht in meinen letzten Videos schon mitbekommen, dass ich im Urlaub bin. Und nur im Urlaub erlaube ich es mir, beim Videodreh ein Bier zu trinken. Gebraut vom Mann der Chefin des Hotels, wo wir sind. Prost! Das Bier heißt Sudden Death. Ich hoffe aber, dass ich das Video trotzdem zu Ende bringe. Uhrenkauf beim Grauhandel. Um das soll es heute gehen. Bevor wir in das eigentliche Thema einsteigen, möchte ich kurz die unterschiedlichen Handelsvarianten abgrenzen. Der wohl unproblematischste ist der Kauf beim Juwelier, der eine Konzession für den Vertrieb der Uhrenmarke eures Wunsches hat. Dies wird auch als Weißhandel bezeichnet, auch wenn diese Bezeichnung nicht ganz so üblich ist wie die beiden Bezeichnungen Schwarz- oder Grauhandel. Das führt mich unmittelbar zu dem nächsten Punkt, zur nächsten Variante, dem Schwarzhandel. Das ist die Handelsvariante, die ganz klar illegal ist. Hier handelt es sich um Diebesgut, Hehlerware, irgendwas, was irgendwo vom LKW gefallen ist, wo ihr niemals Garantie oder Gewährleistung bekommt, sondern ausschließlich Ärger mit der Polizei, wenn es denn rauskommen sollte. Mein Tipp, Finger weg. Der Grauhandel bewegt sich vom Namen nach irgendwo zwischen Weiß- und Schwarzhandel, ist aber eindeutig legal. Worum geht es beim Grauhandel? Hier werden Uhren verkauft von Händlern, die vom Hersteller keine Lizenz bekommen haben, diese Uhren in ihren Geschäften zu verkaufen. Insofern wird diese Handelsvariante von den Herstellern nicht so gerne gesehen, ist aber nicht illegal, denn niemand kann es unterbinden, dass Sachen, die ich ankaufe, diese auch weiterverkaufe. Und genau das passiert beim Grauhändler. Die Grauhändler kaufen neue Uhren an und verkaufen diese ungetragen, foliert mit allen Dokumenten weiter. Die Frage, wo die Uhren herkommen, auf diese Frage werde ich gegebenenfalls später im Video noch einmal eingehen. Kommen wir zur eigentlichen Frage. Darf man beim Grauhändler kaufen? Ist das moralisch? Ist das unmoralisch? Machen die Grauhändler die Einzelhändler kaputt? Nun, zuerst denke ich, müssen wir unterscheiden zwischen einem Grauhändler und einem Online-Händler. Ein Grauhändler kann durchaus ein Einzelhändler mit Ladengeschäft sein, der vielleicht sogar für Uhren anderer Marken eine Konzession hat, also ein Konzi ist, nur nicht genau für die Marke die Uhr, die ihr gerade kaufen möchtet. Insofern kann man nicht generell sagen, dass Grauhändler den Einzelhandel kaputt machen. Die Frage stellt sich mehr zwischen stationärem Einzelhandel und Onlinehandel, aber das soll jetzt heute nicht Thema dieses Videos sein. Nun, nachdem ihr gegebenenfalls dazu tendiert, eine Uhr beim Grauhändler zu kaufen, seid ihr vielleicht noch verunsichert, ob man denn bei einem Grauhändler sicher sein kann, dass die Uhren aus legalen Quellen kommen. Wie anfangs abgegrenzt, ist der Grauhandel ein Handel mit legal erworbenen Uhren. Wenn die Uhren illegal erworben wären, wäre es Schwarzhandel und da würde ich die Finger von lassen. Aber kann man das immer unterscheiden, wenn man jetzt ein Angebot sieht, sei es im Internet oder vielleicht auch vor Ort in einem Ladengeschäft? Dazu müssen wir kurz einen Blick darauf werfen, wie die Grauhändler an ihre Uhren kommen können. Die erste Möglichkeit ist, dass die Hersteller selber eine Überproduktion haben und diese absetzen müssen, sei es, weil es regionale oder auch modellspezifische Absatzvorgaben gibt und diese erfüllt werden müssen. Natürlich wird das niemals offiziell bestätigt werden und auch nicht an die große Glocke gehängt werden, aber ich habe gehört, dass es diese Wege tatsächlich gibt, für die Grauhändler
an Modelle bekannter Marken zu kommen. Die zweite Variante könnte sein, dass die Konzessionäre, die die Uhren erwerben und bezahlen müssen, einen Überbestand haben und diesen absetzen müssen, um an liquide Mittel zu kommen, um erneut bestellen zu können. Denn wenn die Konzessionäre nicht bestellen, bekommen sie gegebenenfalls keine weiteren Lieferungen oder keine interessanten Modelle. Insofern ist es auch im Interesse der Konzessionäre und der Juweliere, Uhren gegebenenfalls deutlich unterhalb des empfohlenen Verkaufspreises abzusetzen, um entsprechende liquide Mittel bekommen zu können und weiter bei den Herstellern bestellen zu können. Das wäre die Variante 2, nach der die Grauhändler Uhren beziehen können. Die dritte Variante ist die Insolvenz von einzelnen Juwelieren oder großen Ketten, wo Grauhändler auch schon mal den kompletten Bestand übernehmen können und so einen eigenen Bestand aufbauen, aus dem sie die Kundenwünsche bedienen können. Auch dies ist selbstverständlich eine legale Bezugsquelle. Der vierte Weg könnte sein, dass Uhren von Privatleuten angekauft werden, die eine Uhr zum Listenpreis erworben haben, gegebenenfalls mit entsprechender Wartezeit, und diese nun neu über Marktpreis verkaufen und der Grauhändler wird diese dann weiter verteuert in den Markt geben für die Uhrenliebhaber, die eben die Wartezeit nicht aussitzen wollen. Ich denke aber, dass das ein extrem kleiner Prozentsatz ist. Die meisten Uhren werden entweder aus Überbeständen der Konzessionäre kommen oder aber aus Insolvenzen. Insofern ist die Herkunft der Uhren, sofern es sich um einen wirklichen Grauhändler handelt, unzweifelhaft. Die Frage, ob und bis wohin ihr dem Grauhändler traut, kann euch allerdings keiner abnehmen. In verschiedenen Internetforen werden Grauhändler behandelt, es findet ein Erfahrungsaustausch statt, sodass man schon einmal vorsortieren kann, aber am Ende zählt you buy the seller. Wenn ihr dem Verkäufer nicht traut, kauft nicht. Das gilt für Uhren, das gilt für Autos, das gilt für Schmuck und das gilt letztendlich auch für Spülmaschinen. Wir haben jetzt den Grauhandel als solches beleuchtet. Wir haben kurz geschaut, wo der Grauhandel seine Uhren herbeziehen kann. Aber wie läuft ein Kauf beim Grauhändler tatsächlich ab? Ich habe bisher 3 Uhren bei Grauhändlern gekauft und alle 3 Käufe konnten unterschiedlicher nicht sein. Meine allererste Uhr bei einem Grauhändler war eine Rolex Submariner, das neue Modell mit der 6-stelligen Referenz. Und hier habe ich einen Grauhändler getroffen, der normalerweise ein Grau-Zwischenhändler ist, das heißt Uhren in großen Stückzahlen ankauft und an andere Grauhändler weiterverkauft und nur in Ausnahmefällen an Endverbraucher verkauft. Ich habe übers Internet Kontakt aufgenommen, wir haben telefoniert, das war alles ganz prima, aber er hat kein Ladengeschäft, er ist ein reisender, fliegender Händler. Wir haben uns in meiner Region in einem Café getroffen, haben irgendwo in der Ecke an einem Tisch gesessen. Er hat mir die Uhr gezeigt, um uns herum waren Kaffee- oder Mittagsgäste. Ich habe dann in diesem Café mehrere tausend Euro über den Tisch geschoben und die Uhr mitgenommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein komisches Gefühl. Eine zweite Uhr, das war eine Tag Heuer Monaco. Die habe ich auch bei einem Grauhändler gekauft, der den Uhrenhandel als zweites Standbein betrieb. Er hat eine Internetseite, es war alles deutlich vertrauenswürdiger und auch professioneller aufgezogen. Aber als ich dann zu der Adresse gefahren bin, stellte ich fest, dass es eine Adresse in einem tiefsten Industriegebiet war. Und die Adresse bezog sich auf eine Fabrik, in der Verpackungsmaterialien hergestellt wurden. Der ganze Fabrikhof war von 3 Wachhunden gesichert. Ich habe mich dann an den Hunden vorbeigeschlängelt in das Büro und wurde in ein zugegebenermaßen sehr schönes Hinterzimmer geführt, in dem wir dann den Uhrenkauf abgewickelt haben. Aber auch hier war es ein komisches Gefühl, mit einigen tausend Euro in der Tasche über einen nahezu leeren Industriehof zu gehen. Es war an einem Samstagmorgen, es war nur er da, kein anderer. Auch hier eine spannende Erfahrung,
aber in keinster Weise zu vergleichen mit dem Kauf bei einem Juwelier oder Konzessionär. Dazu komme ich gleich noch. Mein dritter Grauhandelskauf war ein Online-Kauf und der hat sich in keiner Weise von anderen Online-Käufen unterschieden, die ich getätigt habe. Wie sieht denn jetzt im Vergleich dazu ein Kauf bei einem Konzessionär aus? Ich denke, jeder von euch war schon einmal bei einem Juwelier, vielleicht sogar bei der Art von Juwelieren, die Doppelsicherheitstüren haben, wo man durch eine Schleuse geht, die von einem Wachpersonal gesichert wird. Man kommt in ein Geschäft mit etwas abgedämpftem Licht, mit weichem Teppich. Man wird von gut gekleidetem Personal empfangen. Man sitzt in mehr oder weniger gemütlichen Stühlen oder Sesseln. Und wenn sich der Kauf konkretisiert, wird in aller Regel auch eine Tasse Kaffee oder ein Glas Sekt oder Ähnliches angeboten. Man fühlt sich rundherum gut aufgehoben und sicher. Die Frage, ob einem das je nach Uhrenmodell und Typ mehrere hundert oder vielleicht sogar 1.000 Euro wert ist, kann nur jeder für sich selber beantworten. So, nun habt ihr eine Uhr bei einem Grauhändler gekauft. Die Uhr ist in Ordnung, ihr seid zufrieden, sie passt an euren Arm, ihr möchtet sie nicht flippern und sie geht einigermaßen genau. Aber irgendwann kommt vielleicht einmal der Punkt, an dem ihr die Uhr zum Service geben müsst, wo etwas an der Uhr ist, ihr das Band wechseln möchtet, das Band vielleicht kürzen lassen möchtet, weil ihr euch das nicht selber zutraut und nichts verkratzen möchtet. Und dann stellt sich die Frage, kann ich mit einer Uhr vom Grauhändler zu einem Konzessionär vor Ort gehen? Die Antwort ist relativ einfach. Ja, ihr könnt. Aber es kann natürlich sein, dass ihr mit einer Uhr, die ihr nicht bei dem Juwelier oder Konzessionär gekauft habt, vielleicht nicht genauso begeistert empfangen werdet, als ob ihr die Uhr dort gekauft hättet. Das kann sich in unterschiedlichen Varianten zeigen. Vielleicht müsst ihr für einen einfachen Bandwechsel Geld bezahlen, den andere Kunden, die die Uhr dort gekauft haben, als Service bekommen. Wenn die Uhr eingeschickt werden muss, dann müsst ihr vielleicht den Versand bezahlen, den sonst eventuell der Konzessionär übernommen hätte. Auch bei der Gewährleistung ist die Frage, ob der Grauhändler, der vielleicht kein Netzwerk, keine Werkstatt und nichts dergleichen hat, ein ebenso guter Ansprechpartner ist wie ein Juwelier vor Ort, der vielleicht sogar einen Uhrmacher oder Uhrmachermeister in seinem Geschäft beschäftigt. Das kann einen Unterschied ausmachen, muss aber nicht. Es ist nur wert, sich darüber vorher Gedanken zu machen und auch das in seine Kaufentscheidung einfließen zu lassen. Ähnliches gilt für die Garantie des Herstellers. Die Garantie ist, im Gegensatz zur Gewährleistung, eine freiwillige Leistung. Diese kann der Hersteller nach seinen Vorstellungen ausgestalten und auch gegebenenfalls ausschließen, dass die Garantie bei einem Weiterverkauf weitergereicht wird. Das heißt, der Grauhändler würde hier als Erstkäufer des Juweliers, des Konzessionärs gelten. Ihr wärt der Zweitkäufer und könntet, je nach Ausgestaltung der Garantie, von eben dieser ausgeschlossen sein. Ob das für euch von Belang ist und ihr auf diese Sachen Wert legt, solltet ihr klären, bevor ihr euch zu einem Kauf bei einem Grauhändler entschließt. Tja, als Fazit. Was kann man sagen? Der Kauf beim Grauhändler ist erlaubt. Er ist in aller Regel billiger als vor Ort, aber er ist nicht komplett risikofrei und in vielen Fällen ist er sehr viel nüchterner und technischer als ein Kauf vor Ort beim Juwelier. Deshalb ist es vielleicht für den, der seine erste gute und teure Uhr kauft, ein wunderschönes Erlebnis, dies vor Ort beim Juwelier zu tun, auch wenn es etwas teurer wird. Wer die x-te Uhr seiner großen Sammlung kauft, wem es nur um die Uhr als solches geht und nicht zur endlosen Wiederholung eines Kauferlebnisses mit Sekt und Kaffee, für den ist ein Kauf beim Grauhändler mit Sicherheit eine valide Option, immer vorausgesetzt, dass die von mir schon genannten Einschränkungen für ihn kein Problem sind.
Ich hoffe, ihr konntet mit meinem Video etwas anfangen. Und wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal und schaut auch meine anderen Videos. Bis dahin, euer Watchmaxer. Ich trinke jetzt noch ein Bier.